Hallo ihr Sportverrückten und herzlich willkommen am 20.01.2017 hier in der Schillerschule in Kaiserslautern beim zweiten Spieltag der Rolling Devils unserer Rollstuhl-Basketballmannschaft. Und bevor es am Mittwoch für den FCK gegen Darmstadt losgeht, holen wir uns hier noch eine kleine Dröhnung Sport. Und ja, was ich äußerst toll fand, ist dieses Schild. Aber nur auf dem Gelände, davor und daneben kein Problem. Und Selbstmordattentäter werden mit Hausverbot bestraft. Bestes Schild ever. Kein Scheiß. Das ist echt geil. Ich feier's. So, jetzt gehen wir da mal rein und ja, mal schauen, was es gibt. Let's go, Devils! Let's go! Let's go, Devils! Let's go! Yeah! Defense! 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 Hey! 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 Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ihr trifft doch eh nicht! Defense! Defense! Das war aus Versehen. Das war nicht gewollt. Das war Klick. Go!
finde, das Urgebrauch, das Lied zu singen beim Rollstuhl-Basketballspiel. So, liebe Freunde, das war's dann vom Spiel unserer Rolling Devils gegen Darmstadt. Erfolgreicher Sieg mit 62-24. Echt geil, da können sich unsere Profis mal eine ordentliche Scheibe von abschneiden. Denn genau so geht das Spiel am Mittwoch ebenfalls aus. Also für den FCK natürlich. Das Spiel geht übrigens auch in die Geschichte ein. Mit 86 Toren. Das heißt, fast jede Minute ein Tor. Und die 4 Minuten, die keine Tore gefallen sind, die sind zum Auswechseln da. Nein, im Ernst, es war wirklich ganz, ganz toll, wieder hier zu sein. Leider hat Bad Wildungen abgesagt, darum fällt das zweite Spiel der Rolling Devils aus. Im Hintergrund seht ihr gerade das Testspiel zwischen den Rolling Devils und Darmstadt, dass beide Mannschaften noch an sich arbeiten können. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal hier sehen, denn es lohnt sich einfach sehr, sich das anzugucken. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und was bleibt mir zu sagen, außer wir sehen uns im Blog. Sieger ist mein Name.